Ja, hallo, es ist wieder ein Video von Snake Talk. Diesmal ist es Memory. Ja, das ist eigentlich schon erklärend, worum es da geht. Mal gucken, wie das hier umgesetzt wird. So. Es ist ja so eine Sache, ne? Es kommt drauf an, ob diese Bilder jetzt hier wirklich unterscheidbar sind. Davon hängt es wirklich ab. Auf dem 8-Bit-System. Mal sehen, wie das da ist. So. F7. Ja, okay, F7. Ah, okay. Oh nein. Symbol und Zahl. Na super. Nee, ne? Joystick. Ach, das sind zwei Player. Oh, nicht doch. Nicht doch. Jetzt muss ich jedes Mal mit einer Tastenkombination den Joystick-Port wechseln. Gut, dass es jetzt, hier, dass ich das jetzt am Emulator zocke, weil ansonsten am echten C64 hätte ich schon einen zweiten Joystick gebraucht. Weil einen Joystick immer wechseln, das wisst ihr bestimmt, ist nicht gut auf Dauer. So. Toll. So, jetzt spiele ich hier so quasi ein Zweispielerspiel alleine. Ich muss sagen, wer soll sich das merken? Wer soll sich das merken? Ich habe nämlich eben schon befürchtet, dass diese Symbole, also diese Grafiken und ach, sind das? Ach, die Farbe muss auch stimmen, auch das noch. Boah, was soll das? Ah, Leute, nein. Okay, es muss alles stimmen. Das Symbol, die Zahl und die Hintergrundfarbe. Oh, warte, das war eben, das war eben, das war eben. Ja! Ich wusste es. Jetzt kann ich nochmal. Als Spieler 2. Oh, das war, glaube ich, auch schon mal. Ah, es war doch anders. Das war doch anders. Andere Farbe. Ah, okay. Es geht aber. Es ist nicht einfach. Die Symbole sind jetzt nicht so, dass man sagt, jo, das erkenne ich jetzt unter Hunderttausenden wieder. Aber man kann es spielen. Ach, soll das eine Ente sein? Okay. Gucken wir mal die obere Reihe an. Oh, das war eben. Das war eben. Aber wo? Nee, da nicht. Gut, dann mache ich das. Das war nämlich hier irgendwo. Es könnte, ja. Ihr könnt das Video zurückspulen und gucken, wo. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Na, das kann sich jetzt noch ewig hinziehen. Ich sollte vielleicht mal irgendwie so langsam alles aufdecken, in der Hoffnung, ich kann irgendwas behalten. Eieiei. Na? Ne. Boah, ey, das ist. Mann, Leute. Katze 3. Aber hier, glaube ich, ist andere Farbe. Ja, leicht ist das nicht. Soll das ein Hund sein? Hund 8. Ah, nein. Okay, das. Und das. Ja, richtig. So, Spieler 2 hat anscheinend mehr Glück. Ja, der hat richtig Glück. Ente 6. Nee, das war nix. Ah, das hatten wir doch.
Das hatten wir doch. Wo war das? Das war doch hier oben, oder? Ja! Na also. Geht doch. Wieder Spieler 2. Ja, komisch. Der ist wirklich gut, der Spieler 2. Der kann wirklich was. Oh Mann. Das war auch hier irgendwo. Nee, da war es nicht. Ente 6, Ente... Ah, falsche Farbe! Ah, ich werde bekloppt. Katze 3. Ente 6. Okay, Ente 6 war hier, ist nämlich auch hier. Ja. Wieder Spieler 2. Was ist denn nur los mit Spieler 2? Spieler 2 rockt hier alles weg. Katze 3. Hier? Nee, was war das? War das ein Joker? Das gibt's auch. Interessant. Jokerfeld. Guck mal einer an. Da ist doch die Ente. Da nicht. Das war doch... Ja, ich wusste es. Jetzt kommt Spieler 1 zurück. Spieler 1. Da ist es. Ah. Okay. Nee, ist es auch nicht. Mist. Das sah so aus. Das sah so aus. Joker. Ach, guck. Interessant. Katze 3. Ah, war doch hier. Die habe ich doch gesucht. Ach, ist die andere Farbe, ne? Andere Farbe. Ah, ja. Nein, das zählt jetzt hier nicht als Katzenspiel. Ah, siehst du, es ist. Ich wusste es. Ich wusste, es war ähnlich. Okay, also so ganz blöde bin ich nicht. Das ist schon mal beruhigend. Immerhin kann ich das ja schon oft vom Symbol und Zahl her einordnen. Aber die Farbe, die ist... Fehlt dann. Die ist dann falsch. Es gibt zum Glück nur zwei verschiedene Farben. Das Hintergrund. Das ist ja schon mal gut. Hä? Das war doch, oder? Nee. Mist. Komisch, das mit der Katze kann ich mir merken. Ah, jetzt hier. Das war hier, ne? Das war hier. Warte. Nee, doch nicht. Ah, aber das war in der Nähe. Das war in der Nähe. Nee, auch nicht. Nein! Erzähl keinen Quatsch. Da ist es, ja. So, und jetzt, warte. Ah, falsche Farbe. Okay, ja, ich muss sagen, das macht mir jetzt doch mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Ich spiele zwar gegen mich selber, aber trotzdem macht Spaß. Ente 6 war doch hier. Ja. Oh, Spieler 1. Holt auf. Ah, das war doch hier. Das war doch hier. Nee, war nicht... Ja, wo war's denn? Irgendwann. Der Joker. Sehr schön. Ah, okay. Ja. Okay, jetzt können wir doch mal langsam reden. Ente 6. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die, aber in einer anderen Farbe. Nicht einmal das. Noch nicht mal das. Auch nicht. Was soll das bedeuten? Ja, die Symbole machen jetzt, also... Ich erkenne den Sinn der Symbole nicht immer. Ich weiß nicht mehr, was es sein soll. Ist ja egal. Muss man auch nicht. Hauptsache man erkennt es wie...
Hey, das war doch hier. War das nicht hier? Ah, nein. Ah, okay. Okay, 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 okay. Ja, das war hier. Nee, da war es nicht. Nein, da war es auch nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auch nicht. Mann. Ja, das ist ein Schlagabtausch hier. So wirklich gut können beide das Spiel nicht. Spieler 1 und Spieler 2 sind ungefähr gleich stark. Trotzdem hat Spieler 2 die Nase vorn. Momentan jedenfalls. Das habe ich doch schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Nein, da war es jedenfalls nicht. Verdammt, ich habe irgendwie alles schon mal irgendwo gesehen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So eine Kacke. Schrimp 2. Nein! Boah, ist das heftig. Ist das heftig. Nein! Verdammt! Ja, das ist... Es gibt kein Zeitlimit, das heißt, da müssen wir jetzt alle irgendwie durch. Boah, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesehen, oder? Ah, Ente 6. Ah, Moment. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, jetzt. Ja. Und Spieler 2 mal wieder. Nee. Okay, er kann es nicht fortsetzen. Das war schon mal. Der Joker! Einmal wieder der Joker. Sehr schön. Er kann nochmal, aber es hilft nichts. Nein. Ist er ein Joker? Auch nicht. Falsch. Das war hier auch schon mal. Ich glaube, das war hier. Eins drunter. Ja. Ja, richtig. So, jetzt kann ich nochmal. Katze 3, aber das ist jetzt die andere Farbe. Ich weiß jetzt nicht, wo das... Wo die Katze 3 in blau ist, weiß ich, aber nicht, wo sie in lila ist. Ah, das war doch hier. War das nicht hier? Nee, war nicht hier. Oh, das ist echt hier... Da ist sie! Da ist die Katze. Also das soll wohl eine Katze sein, oder? Das soll doch eine Katze sein. Na also. Na also, na also. Löwe 8. Nee, ist kein Löwe. Quatsch. Das ist ein Mannequin, ist das. Ente 6. Nein! Das ist ein Baum, oder? Nein. Aber die Farbe immerhin. Die war richtig. Ich wusste es. Ich wusste es. Farbe stimmt nicht, aber der Rest schon. Oh, Leute. Nee. Oh, ist das eine Kacke. So, mal gucken, ob das jetzt hier... Aber das war doch hier irgendwo, oder? Das war doch hier. Ja! Ich wusste es. Ich wusste es. So. Und das war hier. Aha. Und das war... Hier, wo war es denn? War das nicht hier? Nee, war es nicht. Okay. Spieler 2. Die Ente, die Ente. Mal wieder die Ente. Nein. Jetzt kommen wir der Sache näher. Das war doch hier. Ja! Na also. Also diese Zahl, die da steht, wird dann in Punkten hinzugerechnet.
Das ist natürlich dann klar, dass man dann lieber die höheren Zahlen. Das ist interessant gemacht. Das ist interessant. Wenn man es zu zweit spielt, ja, dann kommt es nicht nur an, wie viel man aufdeckt, sondern wie die Punkte sind. Das macht spannend. Das macht richtig, das macht es interessant. Doch. Es ist zwar Memory halt, wie man es kennt, aber diese Variante hier mit den Punkten macht es doch, ach, war es doch nicht. Die macht es doch sehr. Boah, jetzt will ich hier mal. Das war doch hier. Nee, war nicht hier. Nein. Die Ente. Nein. Knapp. Denkbar knapp. Ah, jetzt wieder hier. Jetzt. Ja, na also. Spieler 1 führt jetzt. Interessant. Ach, die Katze 3. Nee, 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 nee. Spieler 1 führt. Und 8. Nein. Joystick wechseln. Ah, Moment, wo sind wir denn? Der war doch hier, oder? Nein, war er nicht. Jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. Ach, in der Farbe gibt es den auch noch. Na super. Okay. Nein! Das war aber nur knapp daneben, oder? Jetzt. Nick, gehst du? Aha. So, jetzt gibt es ja so viele Möglichkeiten nicht mehr. Schrimp 2. Na, toll. Komm schon. Katze 3. Ist doch hier, oder? Ja, sie ist da. Ist das? Möglicherweise. Nein, ist es nicht. Das muss ich doch mit Raten es doch irgendwie schaffen können. Nein! Aber hier ist er. Nee, doch nicht. Aber er ist doch in der Nähe. Das war in der Nähe. Das war in der Nähe. Nee, was? Das ist es. Jetzt. Okay. Ein Punkt, ja, es ist jetzt nicht viel. Ne, sind ja zwei, oder? Die Ente 6. Nein, 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 nein. So. Komm, das muss doch jetzt mal. Das muss doch jetzt hier mal gehen. Oh, Leute. Ah, okay. Gut. Das ist doch, glaube ich, hier. Nee, ist es nicht. Das war... Okay, dann war es jetzt... Nein! Oh, ich habe auch ein Glück wie... Da... Ach, Mist. In der Farbe weiß ich das nicht. Nee. Das war hier, ne? Nein! Oh. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Ja! So, jetzt wird's doch mal langsam entschieden hier. Mann! Nein!
Ist noch nicht entschieden. Aber jetzt. Na, ach, das war doch... Jetzt. Ja, okay. Und das? Ja. Für Player 1 läuft es. Jetzt ist doch hier... Oh oh. Aber ich denke mal, es ist trotzdem entschieden. Ja. Jetzt ist es trotzdem... Da kommt doch der Spieler 1... Da kommt er nicht mehr dran. Nein. Spieler 1 gewinnt. Memory. Ja, ich hatte jetzt erst gedacht, das wäre langweilig und öde. Aber es ist es gar nicht. Das bringt ein bisschen was hier mit diesen Punkten rein, was doch interessant ist. Und ich muss sagen, wenn man jetzt wirklich mit zwei Spielern ist und hier gerade mal so ein Spiel spielen will. Und man hat jetzt nicht rein zufällig hier das irgendwie als Brettspiel. Na, ja, und spielt es lieber so, ja gut, warum nicht, kann man machen, es macht Spaß, doch, es ist ganz simpel, es ist eine Umsetzung von so einem, ja, ganz einfachen Brettspiel, ja, ist es ein Brettspiel, ist es, ja, es ist ja auch kein Kartenspiel, es ist ja irgendwie, ja, so eine Mischung, ja, jeder kennt halt Memory, ne, kennt doch jeder, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, mal gucken, was es da noch so auf der Diskette gibt. Also bis zum nächsten Spiel. Tschüss.